herzlich willkommen zu We Are World. Ja, meine Lieben, und wir spielen heute Scavengers Odyssey. Kapitel 1, die Flucht. Dann lassen wir uns mal überraschen und tauchen tief ein in die Sphären von Scavengers Odyssey. Neuzentrierung. Ach, wir spielen dieses Mal wohl mit dem Joystick hier, mit dem Game Controller. Ja, los geht's. Du bist lange genug alleine gereist, Pilger. Navipunkt, verbotener Gürtel, erreicht. Verlangsame Landungsschiff auf Unterlichtgeschwindigkeit. Kryogenische Systeme deaktiviert. Initiiere aufgeschobene Reanimationsprotokolle. So, wir können unsere Pilot-KI-Symbiose wird eingeleitet. Anschluss und Vereinigung von Pilot- und Schiffs-KI werden vorbereitet. Krass. So, wir können hier unsere beiden Arme natürlich bewegen. Nach links und nach rechts. Sieht aus irgendwie wie von Avatar. So ein bisschen. So, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich bleib mal so sitzen. Na, ich will noch mal eben ein bisschen die Brille ein wenig zentrieren. So, so ist das besser. So sitze richtig auf. Ja, dann wollen wir starten. Er zu erhalten. Jawohl. Auf geht's. Boah. Scavenger-Schiff Typ 4 wird aktiviert. Analyse der Piloten-DNA zur Identifizierung. Spezies 68% Median, 32% unbekannte Herkunft. Klassifizierung unter Artnummer 169QR. Status Flüchtling, Anarchist. Pilotsymbiose mit KI abgeschlossen. Willkommen, Scavenger. Wir gehen wohl tatsächlich im verbotenen Gürtel auf Beutezug. Allen Berichten nach soll sich das gesuchte Artefakt hier befinden. Jede verdammte Spur, der wir folgen, führt uns zu diesem gefährlichen Ort. Unsere Händler stehen bereits Schlange und bieten uns mehr, als wir in 100 Lebenszyklen erwarten können. Wir müssen es nur noch finden. Das Anfordern des Landungsschiffs löst die Befestigungen. Vorbereiten auf Ausstieg. Das Landungsschiff nimmt Schaden. Der Lösemechanismus der Befestigung ist durchgebrannt. Wir müssen uns den Weg freischießen. Waffen gehen online. Schieß auf die Konsolen und die Befestigungen sollten sich lösen. Ziel mit deinem Kopf, drücke Scavenger-Schiff. Navigationssubsysteme online. Es gibt einen Wegpunkt. Folge ihm zur Luftschleuse. Sprinte vorwärts, indem du die L1-Taste gedrückt hältst. Wow. Krass. Das Schiff hält es nicht mehr lange durch. Ja, ich war halt. Das ist so eine Art Mech hier. Wir sind eingesperrt. Benutzt den Energiehaken, um die Notfallbolzen aus der Tür zu ziehen. Energiehaken? Aha, alles klar. Und? Frachtraum wurde beschädigt. Wir werden schwerelos. Scavenger, uns läuft die Zeit davon. Ein letzter Bolzen noch. Da. Achtung, Scavenger. Auf geht's. Wow. Wow, Landungsschiff abgestürzt. Sieht nicht gut aus. Festhalten. Wir müssen direkt durch das Wrack. Das wird eng. Wow. Wow, aber diese ganzen Schiffe haben doch nicht alle nach dem Artefakt gesucht. Wir nehmen Schaden. Schutzschilde sind auf 75%.
50%. Schutzschilde kritisch. Wir brauchen einen Landeplatz. Sind bei 26%. Landung voraus. Aktiviere Notfalldüsen, um Sinkflug zu verlangsamen. Schilde aktiv. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Verbotenen Gürtel erreicht. Nicht ganz, was wir uns gedacht hatten. Schutzschilde wiederhergestellt. Nun auf 100%. Alle Systeme startbereit. Folge dem Wegpunkt, während ich das Artefakt orte. Also dieses Spiel habe ich noch gar nicht gesehen auf YouTube, muss ich sagen. Noch gar keinen Plan von diesem Spiel hier. Na, komm her. So. Okay. Wow. Was ist das? Sowas haben wir noch nie gesehen. Die Medien reden von einer Anomalie im Zentrum des Gürtels. Sie halten sie für heilig. Identifiziere große Energiequelle. Sie geht vom Horizont aus. Helga. Störung der Pilot-KI-Verbindung festgestellt. Bleib bei mir, Scavenger. Am Anfang war Dunkelheit. Wow. In dieser Dunkelheit erschufen wir ein Portal. Ist das abgefahren? Und den Grund für ein neues Universum legen konnten. Euer Universum. Unsere Nachkommen nannten dieses Portal den Monolithen und verehrten ihn als ihren Schöpfer. Mit der Zeit vergaßen uns unsere Kinder. Doch wir vergaßen sie nicht. Ich habe dich nicht vergessen, Pilger. Scavenger! Oh, ich dachte, ich hätte dich verloren. Du warst weg. Ich bin noch da. Scanne nach dem Ursprung der Übertragung. Das müssen die Überbleibsel einer Übertragung aus einem dieser Wracks sein. Scavenger, ich aktualisiere die Navigationssubsysteme. Zielort Monolith. Okay, wir werden diese Asteroiden überqueren müssen. Aktiviere vierbeinige Sprungmotoren. Schau auf die Stelle, zu der du springen willst und halte L2 gedrückt, um das Sprungsystem zu aktivieren. Wenn du dorthin springen kannst, erscheint ein grüner Pfeil. Aha. Wow. Das ist ja krass. Heftig. Jetzt springen wir nochmal. Zack. Suchen wir nach einem sicheren Weg durch diesen Sturm. Ich will mich nicht zu diesem Weltraummüll gesellen. Wow. Das Springen ist ja auch cool hier. Oh. Knapp ein bisschen zurückgehen. Datenkapsel lokalisiert. Noch aktiv. Lade Daten mit Hilfe des Energiehakens runter. Da kann man da oben auch drauf. Komm. Heftig. Oh, hier ist aber ordentlich was los im All. Ein guter Ort, um die Beine zu trainieren. Das sag ich dir.
Ach, da kann, oben kann ich auch rauf. Da ist irgendwie so was wie eine... Da kann ich nicht hin. Ist auch zu weit. Da können wir hin. Okay. Spektroskopdaten weisen auf eine außerirdische Lebensform hin. Was kann denn hier draußen existieren? Das ist zu weit. Weiterum, glaube ich. Bin ich gar nicht vorbei. Also, alles klar. Gefahren. So, jetzt muss ich wieder. Die Stürme haben alles zerstört. Ach, da hinten müssen wir rein in diesen Felsen. Kann man schön mit dem Kopf genau hinzielen. Das sind irgendwelche Eier hier. Boah, krass. So, auf zum nächsten Planeten hier. Zum nächsten Stück. Die Sensoren erkennen eine starke Energiequelle, die von der Kristallentität kommt. Entlade sie mit dem Energiehaken, dann kann ich wahrscheinlich unsere Waffen kurzzeitig aufladen. Laden. Waffen sind überladen. Boah, krass. So, da rein. Hier geht das sogar noch weiter. Erkenne Lebensformen. Sie sind überall um uns herum. Abgefahren. Ich versuche, ihre Position zu bestimmen. Ist das geil. Erkenne Lebensformen. Sie sind überall um uns herum. Ich versuche, ihre Position zu bestimmen. Irgendwelche Alien-Eier hier. Ja. Zu Befehl. Sir, Drill Sergeant. Okay, da muss ich wieder rüber. Da kann man rüber springen, das ist sauber. Nice. Erfasst. Schalte sie aus. Wow. Yes! Da kann ich nicht rüber. Mach mir Platz. Ich empfange Signale von etwas Großem außerhalb der Höhle. Das ist der Behälter.
passiert gleich. Da müssen wir hoch. Seitlich? Oh, das ist ja heftig. Lass uns nicht ohne einen Kampf untergehen. Kann nicht feuern, bis die Waffen abgekühlt sind. Ja. Alles klar. Wir halten das nicht mehr lange aus. Energy. Alle Waffen sind nun überladen. Ist das krass hier über Kopf? Waffen kühlen ab. Waffen überhitzt. Oh, nicht gerade jetzt. Wir müssen im Zentrum eines Nests sein, einem, in dem ich nicht sein möchte. Gegner nähern sich. Noch mehr? Oh, wir haben es doch gleich geschafft, ja? Biosensoren orten da draußen etwas sehr Großes. So, Eintritt in die Sternenmotte. Abgefahren. So, Kapitel 3 haben wir dann gleich. Da müssen wir als nächstes hin. Ja, das ist sehr anstrengend, wenn man das macht, richtig Laune, aber das ist sehr anstrengend. Ich werde hier also gleich mal ein kleines Fäuschen einlegen, weil das wirklich hoch, runter, über Kopf und hin und her geht. So, oh. Da kann ich nicht hin. Da auch nicht. Richtig krass hier. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so umfangreich ist. Die Höhle des Raumschiffs ist voller Löcher. Diese Lebensformen ernähren sich davon. Oh! Da müssen wir hin. Wenn wir rein wollen, dann müssen wir klettern. Meteore, Bewegung, Scavenger! Begib dich zum Durchbruch in der Schiffshöhle. Durchbruch wird sicherlich hier sein, ne? Boah, krass! Empfange Energiesignale von der Sternenmotte, aber keine Lebenserhaltungssysteme. Alle Luken unter Notfallverriegelung. Scans nach der Crew ergeben, dass sie alle Mitglieder verloren haben.
Krass, was ist das denn gegen diese? Waffen überlegen. Oh, die Waffen! Alle vier, ja? Wir müssen nach unten. Boah, ist das jetzt. Das ist ein ekelhaftes Zeug. Wow. Krass. Ja, meine Lieben. Das war Odyssey, Scavengers Odyssey. Die Runde ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Das war doch recht anstrengend, das Hin- und Her-Gespringe hier. Ja, wir sehen uns beim nächsten spannenden Spiel wieder. Ich bedanke mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche und ciao.